Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bzw. einer neuen Vlogreihe hier auf Parks and Funfair. Denn Lars und ich sind wieder auf einem kleinen Türchen durch die Niederlande, die NL Turbo Tour haben wir sie getauft. Und stehen vor dem ersten Ziel, Doornsharte, ganz im Norden Hollands. Ist, glaube ich, einer der nördlichsten Parks, die Holland hat. Ich glaube, es ist so. Nee, Sprookjeshoof ist noch nördlicher. Muss nur sein, dass wir noch nicht hier waren. Ja. Wir waren noch nicht hier. Was ich noch sagen muss, es steht hier ein sehr besonderer Flatride, den es auch mal so im Hansapark hat. Ja, und ich glaube, das ist auch mit einer der wenigen in Europa, die überhaupt noch existieren von dem Modelltyp. Aber fällt ja tatsächlich kein anderer ein. Nee, mir nämlich auch nicht. Ich glaube, vielleicht könnte auch in Spanien auf der Reise vielleicht irgendwie so sein. Der Eingang sieht schon mal, naja. Und da ist das Casino direkt daneben. So einfach so ein richtiges Casino. Falls die Eltern keinen Bock mehr haben. Ja, wirklich. Okay, die haben noch einen ganzen Indoor-Bereich, sogar mit einem kleinen Kino, wo gerade Winnie Pooh läuft. Ein Theater? Und gut thematisiert eigentlich noch. Ey, das ist voll gut thematisiert hier eigentlich. Ja, wirklich. Hätte ich es nicht erwartet. Wir machen jetzt auf, wir haben 4 Attraktionen, die wir gerne hier fahren wollen. Hier haben wir auch noch tatsächlich eine kleine Arcade-Halle zum Geld ausgeben. Aber hier vorne, die Halle sieht eigentlich schon echt schön aus. Boah, ein wildes Piratenschiff. Und da hinten ist auch schon wieder eine Achterbahn. Boah, wie cool. Lars wird direkt aufs Schiff gehen. Oha! Oha! Oh Gott! Ich hab mich voll erschreckt. Boah, wird Tessa ja wieder zu viel kriegen. Boah, cool! Ja, was macht man mit den Knöpfen? Ah, da kannst du die Köpfe bewegen. Wild! Boah, da ist noch einer. Start. Entschuldigung, ich hätte jetzt am wenigsten mit Animatronics hier drin gehabt. Alter, das ist wild. Arr, meine Piraten, jawoll. Dann gehen wir mal zur Achterbahn. Und der Wurm fährt auch schon. Da steht auch eine Harakiri. Alter, das ist so ein Stein. Oh, die haben... Alter, die fahre ich aber auch. So einen Stein habe ich schon nie gefahren. Da knall ich gegen das Ding hin. Das ist der Wacky. Und da ist dieser komische Flatride. Aber der macht erst wohl später auf. Gut, dann fahren wir jetzt Rollercoaster London City Coaster. Lars, wo bist du? Okay. Das hat nicht gepasst. Oh nein. Oh nein, jetzt kommt wieder die scheiß Kette. Dann gehe ich dir ein bisschen aus dem Weg. Ich rieche hier voll nach Big Thunder Mouth. Boah, der Wurm sieht aber auch schon mitgenommen aus. Uiuiui. Ui, ui. Oh oh. Oh Gott. Oh, oh. Oh. Ja, der Drache hat... Was sagst du? Ich hab gesagt, im Park ist Rauchverbot. Aber der Drache hat das noch nicht so gemacht. Ja, der Drache, der qualmt nämlich. Hat mich ein bisschen so an das Ding in Legendia erinnert, weil das auch so kranke Airtime hatte. Beziehungsweise, was heißt krank, aber gerade der erste und der zweite Drop. Ich glaube, das haben die auch neu lackiert, weil das sieht gar nicht so schlecht aus. Klar, ist halt eine mobile Anlage, aber... Geht's jetzt direkt auf die nächste Achterbahn. Ein Wurm, der sieht auch ziemlich abgeranzt aus. Aber der heißt natürlich Big Apple, bin ich überrascht. Das ist wieder so eine enge Geschichte, ne? Ja. Ah, ja, geil. Boah, hoffentlich bremst der nicht, wenn wir hier durchfahren. Was ist das denn für ein Pilz? Ja, das war mal bestimmt das alte Operator-Haus. Safe. Ja. Tag euch fahren.
echt voll gut. Boi. Ja. Oh Gott. Boah. Alter. Ah, nee, der bremst so dran. Oh Gott. Soll ich mal unten? Lars, wie war der Wurm? Ja, fühlt sich okay, sah aber über 20 aus. Drombom. Was ist denn der Drombom? Drombom. Drombom. Eine Show oder was? Junge, wie viele Shows haben die denn? Hätte ich dem Park gar nicht zugetraut. Hier sind noch Lelis. Aber besser als erwartet, oder? Ja, das ist halt so ein typischer holländischer Ranzpark. Ja, wirklich. Ne? So ein, ja, was heißt Ranzpark? Aber so ein Kinderpark halt. Egel verwirrt mich auch gerade ein bisschen. Alles hintenrum. Ja, die Wegführung ist ein bisschen random. Der sieht echt cool aus. Also, der ist ein Phantom Manor-like. Ich finde, die ist auch total überthematisiert für den Park. Banger. Boah, hier geht die Party. Sind die schon auf? Die Autos sind da fahren, oder was? Naja, wir müssen ja noch ein bisschen warten. Auf den Flat Ride und auf den. Dingsda-Bumster. Ja, dann wird die Geister waren wenigstens schon auf. Oh, der Dino bewegt sich. Der Dino bewegt sich. Dino ist gut. Doch, ja. Die ist schon auf. Dann fahren wir die mal. Bin gespannt, die bleibt nicht neu. Ist das die neu war? Ich glaube schon. Das sieht auf jeden Fall nicht so alt aus. Wild. Okay. What? Ich sag doch, man hört Kinder schreien. Oh Gott. Gott. Oh, hey. Da müsste ja noch Sound sein, ne? Ey, das ist ein alter Oldtimer. Also so eine Rundfahrt-Dingsbums. Cool. Also für Kinderpark ist das schon nicht ohne. Jo! Also vielleicht passen ein paar Soundeffekte. Ja, das ist auch keine Musik. What the hell? Ey. Junge, was ist das, ey? Hilfe. Schiss an der Geist, aber Teil 3. Junge, oh! Ja, die Sounds sind dann richtig leise. Junge, boah, ist das ist ja ich. Ja, ich. Dieser Mann bin ich. Oh, geil, da hinten ist sogar eine Projektion. Sind das die? Nein. Hä, das ist Happy Family? Nein, noch nicht. Sah nur gerade so aus. Sind die doch, oder? Wow. Wow. Aber die Projektion ist cool. Ja. Besser Ride im Park. Wirklich? Wow. Oh Gott. Schwarz. Also als Kind hätte ich mich hier so eingeschissen. Das erwartest du ja jetzt gar nicht, dass du das so... Was ist hier jetzt irgendein... Wow! Hä? Was? Als ob! Guck mal, wie da das Ganze ist. Was ist der denn für ein Dodo? Alter. Aber passt doch irgendwie alles... Nee, das passt so boah nicht. Ist ja voll cool. Wow. Ui. Lisa. Also für den Park kannst du echt nicht meckern. Cool. So, wir kommen gerade aus Het Grieseliges Bockhuis. Und also das ist ja total überthematisiert für den Park. Da drin gibt es richtig coole Szenen noch teilweise. Auch teilweise total ungemacht für so einen Kinderpark. Also da sind teilweise Horrorclowns, irgendwelche Massaker und so. Und du musst ja den Vogel erwähnen. Ja, der Vogel war auch quasi. Das war diese kleine Dodo-Szene da. Keine, Dodo? Ja, ich weiß nicht, was das für ein Fohn war. Ja, Fohn. Vogel. Aber richtig cool thematisiert. Richtig cooler kleiner Dark Ride, den man hier hat. Sieht ein bisschen aus wie Phantom Männer, nur ohne das Dach oben. Ja. Das Gebäude. Oh, Lars meinte,
ich overrate das Ganze ein bisschen, ja. Aber man muss es natürlich auf den Park beziehen. Oh mein Gott. Man muss es natürlich auf den Park beziehen, weil, wenn man sich jetzt mal so umguckt, es ist halt dieser niederländische Kinderpark-Flair-Style. Und dann hast du sowas hier und das war echt cool. Also feier ich. Okay, da ist dann wieder ein grauer Container. Oh, guck mal, hier gab es auch einen Dippy-Dough. Hui. Major Ride. Ich finde die Dinger so witzig. Wie nennen wir die Schaukeln eigentlich? Wie heißen die Schaukeln hier eigentlich? Schaukel. Echt? Einfach nur Schaukel? Haben die keinen irgendwie einen Namen? Richtig Gas. Junge, ich habe Angst, dass das Ding hier kaputt geht. Bremsen wir jetzt? Was ist hier runtergeflogen? Ich bin fast runtergeflogen. Deine Ehre. Ich glaube, ich kann so Welle reinfliegen, oder? Oder so. Gott, da verbrennst du dir alles. Sieht aus wie im Toverland da drin. Ja, diese Dinger. So, jetzt haben wir hier nämlich einen Harakiri entdeckt. Ohne Operator. Soll ich unten warten und dich filmen? Aber kann man die gelbe überhaupt rutschen? Ist da Wasser drin? Nee, ne? Nee, doch. Okay, weil da ist eine ganz steil und die würde ich schon gerne mal mitnehmen. Kommst du mit? Du willst sehr lang. Also nicht nur, dass du das Boot selber hochschleppst, sondern der Weg ist auch ganz komisch. Du musst ja auch durch eine Kurve, geht über die Rutschen. Kann man auch eigentlich mal... Naja, wenn jetzt kommt gerade keiner. Aber dann kannst du eigentlich ganz gut filmen. Du hast irgendwie das Wasser im Boot stehen. Ach nö, nicht jetzt schon. Jetzt kommt einer. Super. Ready? Ja. Geht einfach nur straight runter. Oh Gott, oh, wow. Alter. Was ist los? Alter. So, Lars, hier war die blaue. Lustig. Das war nicht so viel Eis wie bei einer richtigen Harakiri. Ja, aber der ist nämlich hier oben, geht ein bisschen niedrig quasi runter. Und dann erst über den Airtime Hill, das heißt halt. Und ich bin fast da gegen die Bande geballert. Aber die gelbe, Alter, was hat die denn für ein Speed, obwohl die gar nicht so hoch ist, aber konstant halt runter geht. Das ist echt flott. Wo setzt man sich da überhaupt am besten hin, dass man ein bisschen besser besichtigt hat? Eigentlich da ganz hinten. Freiwilligzeitvorschriften. Supernova. Witzig. Ja, richtig komisch. Boah, das fühlt sich so komisch an. Wow, Junge. Wow. Mit Überschlägen, stell dir das mal vor. Jo, Alter, das ist aber, glaube ich, hart unangenehm mit Überschlägen. Mit dem Bügel auf jeden Fall. Ja. Oh, was sagst du als Fazit? Besser als alles, beste Ride im Park. Nummer 1, ja. Nummer 2, Nummer 3. Ja. So, wie wir gerade schon meinten, nett, oder? Ja, lustig und besonders. Also ja, manche Fahrelemente bzw. Fahrfiguren fühlen sich sehr besonders an. Hast du gesagt, dass der Hersteller mondial ist? Nee, habe ich nicht gesagt, aber das... Merkt man auch, weil die Sitze wieder, naja, sind. Manchmal geht das auch ein bisschen auf den Rücken, also gerade wenn du so schräg nach oben hängst, dann schon. So, ja, ich denke, wir haben dann alles gesehen. Ist das ein Kassenhäuschen, eine Rundscheibe oder was? Ja, ist ja geil. Und begeben uns langsam wieder Richtung Ausgang. Wir wollen aber noch gucken, ob das Restaurant mittlerweile auf hat, weil sonst nehmen wir natürlich noch einen Snack mit, weil hier ja all inclusive ist. Das zum Morgenessen, aber kostenlos. Hier ist ja all inclusive. Morgens gibt es halt Brötchen, mittags gibt es da im Restaurant halt irgendwas. Das geht doch klar, oder? Ja. So, wir kommen jetzt gerade aus dem Park. Hat Lars auch schon gerade gesagt, der Park ist halt relativ klein und relativ, ja,
sagen wir, ein bisschen, was heißt runtergerockt? Eigentlich ist er nicht runtergerockt, es ist halt nur, was da steht, ist jetzt halt nicht so besonders. Außer die Geisterbahn, die ist echt cool für den Park. Dieser Flatride, wie heißt der? Supernova, und es steht sehr viel Reisendes da. Ehemals ja, Reisendes. Sehr viel Reisendes. Aber es gibt echt viel Animatronics, was wir nicht gedacht haben. So kleine Überraschungen. Und ja, wir nehmen so direkt ein Casino und das Muskottchen kommt auch gerade raus. So in den Fluch, wir kommen in den Fluch. Hallo. 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 Ah, wie geht es du? Sehr gut. Ah, gut. Yeah. High five? Ja, natürlich. Super. Das war mal ein gelungener Abschied von dem Park. Und ich verabschiede mich dann auch hier, beziehungsweise wir fahren jetzt in den nächsten Park. Ich gucke aber mal, ob ich das Ganze als einzelnes Video mache oder ob ich das als Zweier-Video mache. Gucke ich mal. Wenn nicht, dann sage ich jetzt mal Tschüss. Wenn doch, dann sage ich bis gleich. Du hast es gerade angesprochen. Ist ein Ehrenpark, weil kostenloses Parken und all-inclusive Essen und Trinken. Beziehungsweise es gibt auch ein paar Sachen, die kannst du dir kaufen, aber... hier zum Beispiel die Brötchen, kannst du so viele nehmen, wie du willst, zu trinken, auch wenn es nicht wirklich gut war, dieses Zeug. Ja, ich muss auch noch sagen, das ist ein Park für Can. Grüße an der Stelle, lieber Can. Hier kann man sich reinsetzen, hier gibt es eine Toilette, aber es gibt leider keine Currywurst und keine Pommes. Wissen wir nicht. Das Restaurant ja, das macht vielleicht nicht auf. Wahrscheinlich heute Mittag irgendwann. Ich denke mal, Burger oder sowas wird es da geben, so kleine oder so. Ja. Genau. Aber das dazu. Ja.